Und herzlich willkommen zum nächsten Part. Donkey Kong Country Returns 77 Wahnsinns Musik. Ist die Musik wirklich Wahnsinn? Oder wollen uns die Entwickler nur verarschen? Das finden wir jetzt heraus. Boah. Dum, 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 dum. Ich Idiot. Oder bewegt sich. Was? Erstmal hier runter. Für den Bonus. Ah, nee! Ah, dafür! Und hier ein DK für... Achso! Ich bin jetzt wirklich auf der Kante aufgekommen und habe mich damit gerettet. Alter, was bin ich denn für ein Hypergott? Muss ich jetzt echt sagen. Hypergott. Was? Da war ein Checkpoint und ich bin irgendwie gestorben. Sagt mir nicht warum. Dann werde ich nämlich ausrasten, weil es eh wieder beschiss ist. Keine Ahnung wieso. Oh, das war knapp. Warte, muss man hier drauf? Scheiße! Nein! Wieso? Ich hab doch zwei gedrückt! Ich hab doch zwei gedrückt, Junge! Und er hat so, LOL! LOL! Ich hab's geschafft! Ja! Alter, was ein scheiß Luck-Moment einfach. Boah, das ist aber auch fies. Ja. Okay. Und da ist das Puzzleteil. Das erste von fünf. Und wahrscheinlich auch das schwierigste von fünf. Schieß mich mal rüber. Ist nichts. Boah, das war knapp von dem Feuer. Von dem. Stimmt, hier geht jetzt wahrscheinlich alles um Takt. Sind das Reißverschlüsse? Als ob das Reißverschlüsse sind, Nintendo. Ich habe den eigentlich berührt, aber okay. Ah. Das Puzzleteil kommt immer nur nach einer bestimmten Zeit. Okay, bestimmte Zeit klingt jetzt scheiße. Halt immer, wenn ich das gewendet habe. Oh, das ist schwierig. Okay, geht. Das... Wo habe ich zur Hölle das K vergessen? Wo soll ich das vergessen haben? Ja, toll, wir kommen nicht zurück. Wir können uns umbringen. Jetzt mal im Ernst, wo habe ich das vergessen? Oh nein, wir sind schon mal im Checkpoint. Können wir zurück? Nein, können wir nicht. Das heißt, wir müssen den Level verlassen. Aber jetzt mal ganz. Hä? Wo waren die denn? Wo war das K? Wo soll das gewesen sein? Sparks. Schade, dass die Puzzleteile nicht gespeichert bleiben. Die können wir jetzt nämlich auch wieder von vorne holen. Yay! Ich weiß nicht, ob man es hört, aber draußen bohrt einfach einer. Alter! Ist das mein Ernst?
Als ob ich das nicht gesehen habe. Okay, da ist es nicht so schlimm, wenn wir neu starten müssen. Aber trotzdem, ich will wissen, wo hier das... Alles klar. Ich will wissen, wo hier das... Nein! Das Cover da oben? Mann! Alter, das ist so fies versteckt. Wieso? Nein! Nein! Oh. Hä? Das kann ich doch schon längst! Wieso? Erzählt mir bitte mal, warum ich das nicht hatte. Achso, wegen Checkpoint. Ja, fickt euch. Nein! Nein! Stimmt, da gab es ja auch was. Einfach durchgehen, das ist die beste Methode. Nein! Oh Gott, ich war jetzt so früh. Na, oh Mann! Roll doch! Yes! Okay. Das dürfen wir jetzt echt nicht verhauen. Ja, easy. Gut. Das war dumm. Jetzt konnte ich den nicht killen, aber reicht. Hier kann man durchwaschen, mehr oder weniger. Komm ich wieder unten drauf. Das hätte jetzt auch enden können. Gefährlich enden können. Nein! Nein! Ich bin nicht genau in die Lücke gesprungen. Ach komm. Ach komm. So. Ja, das K habe ich. Okay. Ach, wir sind schon wieder hier. Ja, dann ist es nicht so schlimm. Das Puzzleteil noch mal geholt. Nein, zu früh. Checkpoint. Pow. Und weg damit. Hä? Hä? Egal. Ist nichts. Bam, 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 bam. Ah, hier, ja. Scheiße. Hier ist es N, auch nicht schwer. Und hier ist... Boah, das letzte Puzzleteil, Alter. Ich dachte, das wäre der rote Schalter. Scheiße, wo ist der? Kommt der noch? Als ob der noch kommt. Habe ich das jetzt verkackt? Nee, ich sehe ihn. Da hinten, da muss er. Hier muss er irgendwo sein. Irgendwo muss er hier sein. Wo ist er? Wo ist das Ding? Hä? Das unten, da muss es sein. Sonst habe ich keine Ahnung. Ja, da ist er. Aktiviert. Schön in den Steck, dass er den Stecker reinpressen. Kann es ein Tressen? Oh ja, ich glaube schon. Hoch. Hoch. Oh, das wieder. Und es bewegt sich, okay. Nee, es bewegt sich nicht. Was? Erstens. Oh mein Gott. Erstens, warum wurde ich getroffen? Zweitens, als ob die jetzt schon tot ist und ich auch. Fast! Aber nur. Komm jetzt. Time. Oh, die Passage fand ich geil. Das muss ich sagen. Die Passage fand ich geil. Hui! Boah, das war fast der Tod. Hui! Hui! Nee, ist das. Nee, eins weiter ist das Ziel! Oh mein Gott!
Hier ist das Ziel. Wie viel Pech kann man eigentlich haben? Wie viel Pech kann man eigentlich haben? Warum bin ich jetzt nicht nach oben? War das gerade ein Bug? Oder warum bin ich nicht nach oben geschossen worden? Weil ich stand da ja eindeutig im Wasser drin. Oh, aufpassen. Jetzt mache ich mal Safety First. Auch wenn es nicht so aussieht. Ah, das im Hintergrund bleibt also aktiviert. Das ist schön. Ja, jetzt war ich aber wohl wieder drin. Nein! Ich konnte es nicht mehr schaffen. Okay, und wieder warten. Komm, jetzt werde ich es schaffen. Aber die Passage so geil ist. Hui. Okay. Das war knapp. Und das Ziel. Und da wir alle drei Schalter gefunden haben und aktiviert haben, erscheint eine Rakete. Und der Karl-Level. Und das ist 7R zum Abheben bereit. Und ja, wir haben nur noch wenig Zeit, aber das ist ein spezielles Level. Ein sehr komisches, dummes Level? Ich weiß nicht wirklich, wie ich es ausdrücken soll. Man fliegt mit der normalen Rakete nämlich einfach nur nach oben. Und das war's. Also ja, mir gefällt's eigentlich. Weil ich halt die Arten mag. Ballon! Ich weiß jetzt aber nicht mehr, wie das aussieht. Rechts, links. Kommt jetzt wieder was? Nee. So, okay. Wow, das ist schon was enger. Das habe ich im letzten Moment gesehen. Ich finde den Level jetzt aber eigentlich nicht so schwer, ne? Ich glaube, das war es jetzt gleich auch schon. Oh, Bananen, ja, Bananen. Und das war's. Was ein Level. Wirklich großartig. Der war echt nötig, muss man schon sagen. Und jetzt können wir zum Boss, weil wir geflogen sind. Und ich muss sagen, der Boss früher, er war einfach ultra stark. Aber jetzt irgendwie, keine Ahnung, selbst im Spiegelmodus, er ist eigentlich gar nicht so schwer. Aber wie das überhaupt aussieht, nämlich der Boss, das sehen wir im nächsten Part. Ciao.